Auf unserer Rückreise nach Isfahan besuchen wir eine Nomadenfamilie aus dem Stamm der Kashra'i. Wir werden in ihren Zelten zum Übernachten eingeladen. Mit Einverständnis der Familie dürfen wir die Frauen beim Brotbacken mit der Kamera begleiten. Bereits um 5 Uhr morgens ist Kokab, wie alle Frauen hier, damit beschäftigt, das Zelt aufzuräumen und beginnt das tägliche Brot für die Familie zu backen, während ihre Männer noch schlafen und ruhen. Diese Arbeit erfordert viel Geduld und Zeit, da sie nahe alter Tradition alles mit Händen machen muss. Da sie auch keinen Ofen hat, muss sie das Brot auf einem großen Metallblech über dem Feuer backen. Damit die hohe Hitze des Feuers das Brot nicht sofort verbrennt, füllt Kokab zuerst das Metallblech zum Schutz mit einer Schicht Asche. Eine große Menge Mehl wird mit Wasser und Salz nach Augenmaß zu einem geschmeidigen Teig verarbeitet. Ihre Technik und ihr Geschick sind das Resultat jahrelanger harter Arbeit. Anschließend werden aus dem Teig kleine Bällchen geformt, die sie dann mit einer Holznudel hauchdünn und rund ausrollt. In der Zwischenzeit kommt ihre Schwiegertochter, um ihr zu helfen. Dorna zündet das Feuer an und das Brot kann gebacken werden. Später kommt auch die jüngste Tochter dazu, um von der Mutter das traditionelle Brotbacken zu lernen.
Als eines der wenigen Minderheiten Irans dürfen die Kashra'i-Frauen ihre bunten Kleider tragen und müssen sich nicht verschleiern. Die Männer, die inzwischen aufgestanden sind, warten schon sehnsüchtig auf das Frühstück, das aus frischem Brot, Schafskäse, Zwiebeln, Honig und Joghurt besteht. Ich bin Kokab und 55 Jahre alt. Ich habe mit 16 geheiratet und habe bereits 6 Kinder. 4 von ihnen sind bereits verheiratet. Ich muss sehr viel arbeiten, den gesamten Haushalt machen, die Tiere versorgen, die Schafe und Kühe melken und Teppiche knüpfen. Eben viel, viel mehr als Männer. Was soll ich noch sagen? Ich bin Manije und bin 16 Jahre alt. Ich gehe noch zur Schule und möchte später Ärztin werden. In den Schulferien komme ich aus der Stadt hierher, zu meinen Eltern, um Mutter zu helfen. Ich bin Dorna und bin 20 Jahre alt. Ich konnte leider nur bis zur 5. Klasse die Schule besuchen. Seit 3 Monaten bin ich verheiratet und wohne hier bei der Familie meines Mannes und bin sehr glücklich. Wir verlassen die Familie und fahren zurück nach Isfahan.